Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in The Wolfin unterwegs und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute wollte ich euch die Währung aus Patch 11.05 einmal vorstellen und zwar schauen wir uns da die Währung Bronze Drachen Feierabzeichen an. Die gibt es jetzt seit dem Geburtstagsevent und dafür können wir uns einige kosmetische Items kaufen. Geht von Pets, Toys und auch jede Menge Transmog. Da gibt es ganz coole alte Sachen, die so ein bisschen revamped worden sind. Unter anderem T2-Sets für alle Klassen im HD-Model. Werden wir uns später auch angucken, aber ich würde sagen, als allererstes schauen wir uns an, wo wir die Sachen herkriegen und wie das System funktioniert. Es sei gesagt, dass es so ist, dass ihr die ersten 2 bis 3 Wochen das nur limitiert farmen könnt. Und zwar über bestimmte Weekly-Quests. Sobald ihr genug Marken zusammen habt und ein Achievement euch erspielt habt, und zwar Abzeichensammler, ist es so, dass ihr dementsprechend weitere Quellen freischalten könnt. Das sollte aber wahrscheinlich erst in der 2. oder 3. Woche möglich sein. Das Achievement findet ihr über Weltereignisse und dann Jubiläum. Und ja, was muss man machen? Sammelt 100 Bronze-Drachen-Feierabzeichen während des 20. Geburtstags von World of Warcraft. Dies wird zu einer Heldentat. Und dann haben wir als Belohnung Bronze-Drachen-Feierabzeichen sind durch wiederholbare Aktivitäten des 20. Jubiläums erhältlich. Genau. Aber wie gesagt, die müssen wir erstmal zusammenfarmen. Und was wir da jetzt machen können, um diese Marken zu kriegen, will ich euch mal zeigen. Insgesamt könnt ihr in der ersten Woche 48 von diesen Marken zusammenfarmen. Ich habe jetzt schon 44, wie ihr seht, ein paar Quests sind noch offen, dass ich euch ein bisschen was zeigen kann. Und zwar zum Beispiel habe ich hier eine Quest offen, also eine Weekly Quest, da muss man in den Tiefen 30 von so Fragmenten holen, pro Tiefe gibt es 10 und dann gibt es dafür 2 von den Abzeichen. Übrigens, das ist eine Kriegsmeutenwährung, die könnt ihr euch hin und her schicken, es ist aber immer so, wenn ihr eine Weekly Quest abgeschlossen habt mit einem Char, dann gibt es diese Währung auf anderen Chars nicht mehr. Also einmal pro Woche, pro Account könnt ihr die Währung aus den verschiedenen Quellen holen, mit einer kleinen Ausnahme, aber da werde ich am Ende nochmal drauf kommen. Gut, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns alle Quellen an, um für die erste Woche die 48 abzudecken. Und dazu ziehen wir uns mal einen kleinen Guide von WoW Head rein. Da sehen wir so ein bisschen das aufgedröselt. Das ist im Endeffekt, gibt es 3 Überquellen. Es gibt einmal die Quellen, die ihr einmalig bekommt mit einer Intro-Quest. Dann gibt es die Quellen, die wir in Khas Algar holen können. Das sind einige, das sind hauptsächlich die Weekly-Quests von der Khas Algar. Und dann gibt es noch Weekly-Quests, die ihr jetzt im Geburtstagsevent bzw. in Tanaris dort kriegen könnt. Genau, das wollen wir jetzt mal so ein bisschen durchgehen. Da hangel ich mich ein Ticken mit dran ran. Und dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit den einmaligen Sachen an. Und zwar, die einmaligen Sachen sind 2 Quests. Ihr kriegt, sobald ihr einloggt in den Patch, eine Quest, dass ihr nach Tanaris gehen sollt. Und dort habt ihr 2 Grundquests. Die erste ist, ihr müsst einfach mit allen möglichen NPCs quatschen, die erzählen euch halt, was an dem Event los ist. Und die zweite ist, ihr müsst mit den ganzen Händlern quatschen. Das ist eine Sache von 2 Minuten. Ja? Und dann habt ihr schon mal die ersten paar Marken. Also die ersten 8 Marken kriegt ihr einfach, wenn ihr mit diesen NPCs quatscht. Es gibt noch eine zusätzliche einmalige Quest, da müsst ihr in Blackrock Deeps den Endboss töten und ein Item holen. Das könnt ihr auch nur einmal machen und abgeben. Das ist der Event Raid, der dazu kam. Und das kann ich euch mal kurz zeigen. Bei dem könnt ihr einfach anmelden, indem ihr auf Dungeons geht, dann hier auf Schlachtzugsbrowser und dann habt ihr hier die Anmeldeoption. Ne? Da gibt es ja, insgesamt 3 verschiedene Unterabteilungen und ihr müsst den letzten queuen, um da reinzukommen. Ich kann es euch jetzt mal schnell auch zeigen. Ich bin jetzt mit dem Twink schon mal hier auf dem, ja, auf der Event-Seite drüben und zwar in Tanaris. Und hier ist es dann so, dass ihr theoretisch auch direkt anmelden könnt. Und zwar hier haben wir den NPC, da kriegen wir auch die Quest. Seht ihr, da müssen wir den Imperator töten. Ich habe die jetzt auf dem Account schon gemacht, dementsprechend bekomme ich nur noch die zeitversehrten Abzeichen. Also der NPC steht hier einmal unten, wo er das kriegt. Das ist eine Einmal-Quest, das andere ist eine wiederholbare. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen, wenn wir uns das angucken. Mit diesen Einmal-Quests auf dem Twink kriegt ihr diese Quest auch, sobald ihr einloggt, dass ihr her muss. Da ist es dann halt eine weitere Einladung, wie ihr seht. Und das startet dann diese paar Quests, die ich gesagt habe. Ne? Also hier sprecht mit den Kollegen und
dann die zweite Quest, also seht ihr, da haben wir die, müssen wir mit den fünf sprechen. Und die zweite Quest ist, dass wir dann mit den Händlern sprechen müssen. Gut, haben wir das schon mal abgehakt? Das sind, wie gesagt, insgesamt 13 Marken, die ihr dadurch kriegt. Jetzt kommen wir zu den nächsten 17. Die bekommt ihr nur einmalig, ne? Also in der nächsten Woche könnt ihr nicht mehr holen. Die 17 und die anderen 18, die könnt ihr dann jede Woche holen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Also, was für Weekly Quests bringen uns die Marken? Fangen wir mal von oben an. Als erstes die Theatertruppe. Ich denke mal, dürfte soweit bekannt sein. Das ist ein Event, da fliegt ihr hin. Einmal könnt ihr das machen, jede volle Stunde, also um 1 Uhr, um 2 Uhr, um 3 Uhr. Müsst ihr da das Event machen, gibt dann eine Quest, die ihr annehmen könnt. 50 quasi Zustimmung müsst ihr da holen und dann könnt ihr dementsprechend die Kiste holen und da ist dann eine Marke drin. Das zweite Event, was ihr machen könnt, ist einmal Erweckung der Maschinen. Da müsst ihr diese 20 Wellen durchreißen und dann habt ihr auch eine Marke. Es gibt hier in dem Haus, in Gundergatz, von diesem Goblin ist es nicht, Kobold ist es, genau, gibt es auch eine Quest, da müsst ihr 10 Wachsklumpen sind es, glaube ich, und dafür gibt es auch eine Marke, wenn ihr die Quest holt. Dann das nächste, was wir haben, ist hier hinten beim Erwecken des Lichts oder irgendwie so heißt das Event, da haben wir hier an den Feldern große Schlüsselflammen und wir haben auch kleine. Es gibt jetzt zwei Optionen, wenn, dann macht ihr die kleinen Schlüsselflammen, also da müsst ihr drei von den Kristallen reinstecken und dann könnt ihr die aktivieren, oder ihr spielt eine große Schlüsselflamme. Wie läuft das? Da sind verschiedene Schlüsselflammen und die müssen quasi aufgefüllt werden mit so Kristallen, das sind diese hier, und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr dann halt immer eine Aufgabe, kill 20 Mobs, sammel irgendwelche Materialien außenrum. Ich würde einfach die Kill-Quest machen und da gibt es dann auch wieder eine von den von diesen Marken, wenn ihr eine so eine große Schlüsselflamme zum Beispiel abschießt oder ihr macht eine kleine, ne? Das bleibt euch überlassen. Also das ist das nächste. Dann gibt es noch eine weitere Weekly, die wir in Kassalgar machen. Also ihr merkt schon, in jeder Zone gibt es eine, beziehungsweise drüben in Schallenden Tiefen gibt es zwei. Und hier ist es so, da könnt ihr im Lager der Weberin einen Pakt auswählen und dann müsst ihr halt einfach einen Balken auffüllen. Den Balken füllt ihr auf, indem ihr Worldquests macht, indem ihr Rares tötet und verschiedene Aktivitäten hier in der Zone absolviert. Denke ich mal, ist ein alter Schuh, ne? Die Expansion ist jetzt dann doch schon über 2 Monate raus. Wenn ihr das absolviert, kriegt ihr auch wieder eine Marke. So, das sind jetzt die groben Events, die ihr wahrscheinlich auch schon auf dem Schirm hattet. Dann gibt es noch über eine Assignment Weekly quasi Marken. Und bei denen ist es so, dass ihr hier ein paar Worldquests abschließen müsst. Vielleicht ziehe ich da den Twink wieder rein, der hat die nämlich noch nicht gemacht, dann kann ich es ein bisschen besser zeigen. Es ist nämlich so, dass ihr hier diese Worldquest habt, ne? Dafür müsst ihr 3 Worldquests abschließen und dann könnt ihr die freischalten, ja? Ihr müsst quasi 3 normale Worldquests machen, dann schaltet ihr das Ding hier frei. Und die Worldquest abschließen und dann bekommt ihr auch noch eine Marke. Es ist so, dass ihr theoretisch, wenn jetzt die Woche voranschreitet, wahrscheinlich nochmal eine bekommt. Eventuell gibt es dann da auch nochmal zusätzlich eine Marke mehr. Als nächstes können wir dann auch noch den World Boss mitmachen. Der ist aktuell hier unten in Ashkahed. Wenn ihr den umhaut, dann gibt es auch nochmal zusätzlich eine Marke. Als nächstes haben wir dann die PvP-Geschichten, und zwar, wenn ihr den War-Mode anmacht, also hier unten den Kriegsmodus anschaltet und dann einmal rüberfliegt in Kassalgar, beziehungsweise hier in Donegal, zu den PvP-Händlern, könnt ihr einmal in der Mitte ein paar Quests annehmen. Das sind 3 Stück. Ihr habt eine Quest, da müsst ihr Funken sammeln. Und die Woche ist die Funken-Quest hier in Heilsturz. Und wie läuft es? Ihr müsst im War-Mode sein, also ist ganz wichtig, War-Mode aktiv haben. Dann diese Funken-Quest hier annehmen und dann einfach in Heilsturz Kisten aufmachen, World-Quest machen, Rares töten. Und dann füllt ihr halt den Balken von den 100 auf und wenn ihr das fertig habt, dann könnt ihr es abgeben und kriegt halt auch wieder so eine Marke. Oder ich muss jetzt mal kurz gucken, PvP Spark Quest war auch eine Marke. Dann gibt es PvP Weekly Quests
Und zwar gibt es eine Weekly Quest, da müsst ihr Arena Geplänkel machen. Ne? Dann gibt es auch eine Marke und Arena Geplänkel findet ihr, indem ihr PvP auf das Menü geht. Dann müssen wir hier auf Schnellsuche gehen und dann haben wir Arena Geplänkel. Das müsst ihr anmelden. Ihr müsst einige machen, für einen Win gibt es nicht so viel und für einen Lose auch nicht. Bis ihr 1000 habt, dauert schon ein bisschen. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr was auslassen wollt, dann lasst die Arena-Geplänkel aus. Beziehungsweise, was ihr auch noch für eine zweite Quest habt, ist, dass ihr gewertete PvP-Kämpfe macht. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Nur dann müsst ihr halt hier irgendein gewertetes Arena queuen. Es kann sein, dass in den nächsten Wochen dann anstatt Geplänkel bzw. Gewertete Arenen eine Quest kommt mit BGs, epischen BGs oder gewertete, also RBGs, ne, also Rated Battlegrounds. Die wechseln halt immer, aber im Endeffekt bringen diese PvP-Quests immer auch eine Münze. Dann, was viele vielleicht nicht auf dem Schirm hatten, es gibt wöchentlich ein wechselndes Brawl. Das ist so eine Rauferei auf Deutsch. Und diese Rauferei hat hier keine Anfangsquest, sondern es funktioniert so, dass ihr in die Rauferei reingeht und sobald ihr reingeht, ploppt eine Quest auf. Da kriegt ihr, glaube ich, auch zwei Marken, waren es? Ne, ein Ding steht, dass ich eine Marke kriege. Okay, vielleicht waren es auch nur eine Marke, ich dachte, es waren zwei. Und dann müsst ihr halt eins von den Dingern gewinnen und dann könnt ihr auch die Quest direkt abgeben. Übrigens, wenn ich jetzt hier die Quest abgebe, dann ist es so, dass alle weiteren Chars natürlich nicht mehr diese eine Marke kriegen. Ne? Hatte ich ja vorhin schon einmal erklärt gehabt. Genau, also PvP-Quest habt ihr einmal die Woche die Geplänkel, richtige Arena. Und wenn ihr im Brawl reingeht, ploppt dann direkt eine Quest auf. Dann haben wir noch die Delph-Quest, die ich ja vorhin erwähnt hatte. Viele haben sich vielleicht auch gewundert, mich eingeschlossen, wo ihr heute eingeloggt habt und einmal gesehen habt, dass es hier keine Quest gibt. Die normale Weekly Quest ist quasi jetzt ausgelagert. Das ist weder eine, wo ihr hier was auswählen könnt, sondern es ist einfach eine Delph Quest. Ne, ich hatte es ja vorhin schon mal ein bisschen angerissen. Ihr könnt die bei Bran annehmen und dann funktioniert das quasi folgendermaßen. Ihr müsst halt drei Delphs laufen und pro Delph, das ihr abgeschlossen habt, bekommt ihr 10 Marken. Ich habe jetzt 8er Keys gelaufen, aber wahrscheinlich kannst du auch einen 1er laufen. Also wird wahrscheinlich auch gehen, wenn ihr das einfach schnell machen wollt. Genau, die können wir abgeben. Und hier gibt es halt auch nochmal 2 Marken. Genau, das waren jetzt eigentlich bis auf 1. Ah ja, das habe ich noch vergessen. Was es auch noch gibt, 3 Marken bekommt ihr noch, wenn ihr den Endboss, also hier die Königin Anshurek, tötet. Der Schwierigkeitsgrad ist egal. Ich bin einfach in den LFR gegangen, habe schnell die 2 Bosse umgehauen und habe auch nochmal 3 Marken davon bekommen. Also ich kann euch hier nochmal die Übersicht reinziehen. Ne? Das sind jetzt die ganzen Weekly Quests, die wir alle durchgebastelt haben. Ich werde euch das auch in die Infobox unten rein verlinken. Dann könnt ihr euch vielleicht auch ein bisschen angenehmer dran durchhangeln. Genau, also das sind soweit die Sachen. Und jetzt gucken wir uns noch die Quests an, die es hier quasi direkt in Tanaris gibt. Und für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, es gibt ein Portal, ne? Sowohl bei Horde als auch bei Allianz. Ich glaube, bei der Horde ist es im Horden-Portalraum im unteren Stockwerk. Also ihr müsst nach unten gehen, falls ihr jetzt da noch nicht so firm seid. Und da müsste dann das Portal nach Tanaris sein. Bei der Allianz ist es einfach am Ende von dem kleinen Flur. Also von dem Portalraum, wo wir uns jetzt befinden. Und ja, da hinten haben wir es. Das Tanaris-Portal. Und hier ist es halt auch so, dass ihr jetzt einen Haufen World-Quests oder beziehungsweise nicht World-Quests, einen Haufen Weekly-Quests annehmen könnt. Diese bringen insgesamt, wenn ihr alle macht, 18 Marken. Und ja, ich würde sagen, die gehen wir mal von oben bis unten durch. Ich kann euch schnell beim Twink zeigen. Da stehen wir ja schon, ne? Also hier unten Höhlen der Zeit. Und hier ist es so, seht ihr, die Map ist voller Quests. Ihr nehmt einfach alle Quests an, ne? Die, die ihr nicht braucht, sind die beiden. Das sind nämlich zwei, einfach Pet Battle Trainer. Die könnt ihr machen, um den Balken aufzufüllen. Da können wir aber gleich nochmal drüber reden. Warte mal, jetzt machen wir die mal alle kurz weg. Die brauchen wir nicht. Und dann nehmen wir die jetzt mit dem Twink mal kurz an, dass ihr seht, was was ist. Also, das erste, was wir haben, was ich eingangs schon erwähnt hatte, hier den Endboss umhauen. Dafür gibt es ja Marken, aber das könnt ihr nur einmal machen. Dann haben wir eine Quest, da müssen wir auch den Endboss umhauen, das ist aber eine Weekly Quest. Diese Weekly Quest bringt 3 Marken, wie alle anderen Weekly Quests quasi auch.
Dann als nächstes, ich glaube, die brauchen wir auch nicht. Das ist eine Quest, wo ihr so Geschichten raten müsst. Die könnt ihr eigentlich liegen lassen. Dann gibt es eine, da müsst ihr 5 Timewalker-Marken, 5 Timewalker-Dungeons machen. Die bringt auch 3 Marken, wenn ihr es das erste Mal macht. Und die Timewalker-Dungeons findet ihr einfach unter Dungeon Browser und hier dann Classic Timewalker. Da könnt ihr euch anmelden. Dann hier in der Mitte haben wir eine, die ihr auf jeden Fall als erstes annehmen solltet. Da ist es nämlich so, da müssen wir einfach an der Festivität teilnehmen. Und hier ist es jetzt so, dass ihr den Balken auffüllen müsst. Diesen Balken füllt ihr in dem auf, dass ihr hier im Event teilnehmt. Da könnt ihr alle möglichen Sachen machen. Ihr könnt dieses Chromi-Event spielen, ihr könnt die Worldbosse umhauen und noch vieles mehr. Das werden wir uns aber gleich anschauen, weil für diese ganzen Sachen gibt es auch alles eigene Quests. Also heißt, diese Quests kriegt ihr quasi fertig, wenn ihr die anderen Sachen macht, ne? Um das jetzt mal kurz zu sagen. Genau, jetzt fliegen wir mal kurz dahinter noch, nehmen dann auch das eine oder andere an. Die nehmen wir jetzt mal kurz an, dass die weg ist. Also das ist wie gesagt so ein Ratespiel, das bringt euch einfach nur ein paar von den zeitversehrten Marken. Das könnt ihr eigentlich komplett ignorieren. Das nächste, was interessant ist, ist Chromis Codex. Dafür gibt es auch wieder 3 Marken und da könnt ihr einfach, wenn dann, ich glaube, bei ihr anmelden. Oder ihr könnt auch hier im Dungeon Browser anmelden. Chromis Codex, das ist einfach ein instanziertes Szenario, wo ihr in 10, 15, 20 Minuten seid ihr durch. Da müsst ihr einfach Mobs umklopfen. Ne? Da lauft ihr mit einer Gruppe von, glaube ich, 20 Leuten war es bei mir mit und haut Viecher um. Das zählt auch hier für die Festivitäten rein. Dann hier hinten haben wir auch noch mal eine Quest. Das ist einmal Zeitsoldat, da müsst ihr 500 Ehre in Korax Rache farmen und Korax Rache findet ihr unter Spieler gegen Spieler und zwar hier unten. Queut euch einfach rein und naja, ihr müsst halt in dem BG drinstehen, da tickt die ganze Zeit Ehre hoch oder ihr kämpft halt ein bisschen mit, da kriegt ihr dann die Quest schon relativ schnell fertig. Und ich glaube, wenn ihr das abschließt, das zählt auch unter die Festivitäten rein. Dann das nächste, was wir haben, ist besiegt den Verdammniswandler, Schar des Zorns und Eichavon, den Steinwächter in Tanaris. Das sind die 3 Worldbosse, die wir hier in Tanaris haben. Und wenn wir das annehmen, wir sehen die hier auf der Map, die müsst ihr einfach umhauen, die Worldbosse. Ich würde euch empfehlen, da einfach hier unter organisierte Gruppen reinzugehen, Benutzer definiert und dann hier einfach die zu suchen. Also der erste ist quasi der Doomwalker. Das ist auf Deutsch der Verdammniswandler. Dann Archivon ist auf Englisch das gleiche und Schar ist halt auch das gleiche. Ne? Also wenn ihr hier sucht, einfach nach Schar findet ihr eine Gruppe und Archi. Da heißt der Archivon. Ja gut, da ist jetzt gerade keine Gruppe drin, aber da müsstet ihr eigentlich auch eine finden. Genau. Und dann könnt ihr die einfach mit umboxen. So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, jetzt müsste ich alle Quests angenommen haben. Da hinten waren die noch. Ja, genau. Also das sind soweit die ganzen Quests, die ihr machen könnt. Jetzt gucke ich nochmal, dass ich euch alles gesagt habe. Ja, Weekly Quest, World Boss Quest, Chromi Codex Quest, Timewalker. Die hatten wir. Dann den Endboss im Dungeon und die Korax Revenge. Ja, genau. Also, dass wir hier nochmal schauen. Den Timewalker hatte ich ja euch auch gesagt. Und dann könnt ihr quasi da queuen. Genau, das sind eigentlich alle Sachen, die ihr machen könnt. Und wenn ihr dann alles mitgenommen habt, dann müsstet ihr am Ende 48 Marken haben, die ihr holen könnt. Mir fehlt jetzt nur eine. Ich habe jetzt das Arena-Ding nicht gemacht. Wie gesagt, das könnt ihr auch auslassen. Ihr kriegt bei wiederholbaren Sachen im Endeffekt sind es einmal 18, ne, hier auf dem im Eventplatz. Und dann zusätzlich nochmal oben 17 Marken, die ihr quasi jede Woche einmal holen könnt, also 35. Und 3 mal 35 sind 105, also nach 3 Wochen seid ihr spätestens fertig, ohne die einmaligen, das sind aber dann auch nochmal plus 13. Genau. Deswegen, ihr könnt ein paar Sachen auslassen, die ihr theoretisch nicht machen wollt. Also wenn ihr die PvP-Sachen sagt, okay, die lasse ich sein, dann seid ihr eigentlich auch nicht später auf dem 100, als wenn ihr es mitnehmt. Genau. Jetzt wollte ich euch noch eine Sache zeigen, und zwar, wie das aussieht, was wir denn als Belohnung bekommen, wenn wir das hier einmal abgeschlossen haben.
Und zwar gibt es da auf WoWhead auch nochmal eine Übersicht. Also, wenn ihr das Achievement abgeschlossen habt, dann können wir durch tägliche oder wiederholbare Aktivitäten auch die Marken bekommen. Ne? Also nicht nur wöchentlich über die Weekly Quests, sondern auch über andere Sachen. Und zwar, wenn wir Bosse in Blackrock Depths töten, dann kriegen wir auch die Marken. Ich vermute eine Marke. Dann, wenn wir die Anniversary World Bosse umhauen, also das sind die World Bosse, die ihr einmal hier auf der Map habt. Oh, warte mal, da muss ich den anderen wieder reinziehen. Also, die einmal hier habt, die drei. Und dann gibt es jeden Tag noch zusätzliche drei, und zwar einen von den Albtraumdrachen, die switchen immer. Dann Azurigos ist immer noch ab und quasi hier unten den Lord Kazak. Die haben wir auch immer quasi noch am Start. Dann gibt es, wenn man ein Timewalker Dungeon abschließt, auch nochmal so eine Marke. Dann, wenn man ein Szenario abschließt, Chromis Codex, das hatte ich ja euch vorhin gezeigt, wo man sich anmelden kann. Und eine Daily Quest für Korax Revenge, also das ist quasi das AVBG, was ihr euch auch anmelden könnt. Durch die Sachen, sobald ihr die 100 Bronze zusammen habt fürs Achievement, könnt ihr dann durchgehend weiter die Marken farmen. Genau, und dann soll es eigentlich relativ zügig gehen. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns zum Schluss noch die Belohnungen einmal an, die wir uns holen können. Und zwar gibt es hier verschiedenste Sachen. Wir haben einmal bei der Taurendame hier in der Mitte von dem Rodell, ne? Also hier haben wir die Möglichkeit, T2-Sets zu holen. Und die würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal an. Die kosten alle 60 Marken. Und so wie ich das gelesen habe, ist es so, dass wenn man sich ein Set geholt hat, dass sie dann immer günstiger werden. Ich glaube sogar um 20 wären die günstiger. Also ich glaube, das erste kostet 60, dann kosten die das nächste 40 und dann glaube ich sogar nur noch 20 oder irgendwie so. Genau wie die Abstufung ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wären sie günstiger, wenn man sich eins gekauft hat. Genau, und jetzt können wir uns kurz die Sets einmal durchgucken. Also wir haben hier quasi das DK-Set. Dann haben wir hier das vom Druid. Das sind quasi die C2-Sets, bloß in HD-Version. Dann haben wir hier, das müsste im Hunter sein, oder? Dann haben wir ein Monk-Set. Damals gab es natürlich keinen Monk. Sondern, ja, das ist halt ein neues Set, in Anführungszeichen. Dann haben wir hier, das sieht nach Priester aus. Keine Ahnung, was das für eine Klasse ist. Netherpirscher, das ist, glaube ich, Demon Hunter. Erdwächter, das ist wahrscheinlich vom Evoker. Dann das ist Mage. Paladin. Dann haben wir hier den Schurken. Dann haben wir hier, das sieht mir ewigen 10 Stürme. Das ist wahrscheinlich Shami. Bori. Und das ist das Hexenmeister. Zusätzlich haben wir dann noch andere Möglichkeiten, die Marken auszugeben. Und zwar können wir uns die Pets holen, die es in alten Geburtstagsevents gab. Ne, also den kleinen Nefarian können wir uns holen. Das Kernhündchen. Welpe von Onyxia. Hassfunken Junior. Der war mal saumäßig teuer, weil es den ja nicht mehr zu holen gab. Den gab es, glaube ich, im 10. Geburtstag. Da gab es so einen Molten Core-Event, das weiß ich noch. Und das Blizzard Baby, das ist, glaube ich, in Wrath of the Lich King gab es das mal. Also ist auch schon ewig her. Genau, und dann haben wir, meine ich, hier noch einen Händler. Und der verkauft uns halt einfach hier zum Beispiel ein Spielzeug. Dann haben wir ein Haustier dabei. Wir haben ein bisschen Transmog mit am Start. Das sind, glaube ich, Sachen, die nachempfunden sind von dem Gear, das die Blizzard-Mitarbeiter kriegen, wenn sie eine gewisse Zeit lang der Firma treu waren, in Anführungszeichen. Genau. Aber das gucken wir uns dann nochmal genauer an in Toy Guides, hätte ich gesagt. Zusätzlich haben wir dann noch die Verwandlung in Edwin von Kleef oder hier haben wir die Windseeker-Klinge. Dann haben wir nochmal verschiedene Pets, die es auch früher schon mal gab. Den Corgi-Welpen und zeitloser mechanischer Drachling. Und dann gibt es noch diese Zauberstäbe, wo man sich in was verwandeln kann. Aber die sind jetzt eigentlich nicht sonderlich besonders. Und dann, wenn ihr alles für die Marken habt, dann könnt ihr die Marken umtauschen in Timewalker-Marken. Und zwar in 1 zu 20. Also eine von den Bronzedrachen-Feierabzeichen könnt ihr in 20 Timewalker-Marken umtauschen. Genau, das war jetzt alles, was man so weit holen kann. Und damit sind wir tatsächlich auch durch. Achso, eine kleine Sache. Vielleicht der ein oder andere hat sich gefragt, warum ich jetzt hier schon 65 habe, obwohl man nur in der ersten Woche 48 kriegen kann. Ich habe gesehen, wenn man mit mehreren Accounts gleichzeitig zum Beispiel Queen Anschurek umhaut,
dann kriegen die irgendwie alle. Also bei den Quests geht das nicht, wenn man es mit mehreren Accounts gleichzeitig macht, ne? Weil man ja nur mit einem das abgeben kann und dann mit dem anderen ein paar Sekunden später das erst abgibt. Aber irgendwie bei den Bossen hat es funktioniert, dass ich es gleichzeitig kriege. Also ist ein bisschen komisch. Mal gucken, wie das dann mit dem Erfolg funktioniert, ob ich den dann eine Woche vielleicht früher kriege. Weiß ich jetzt nicht. Aber unterm Strich ist eigentlich auch wurscht, weil das Event geht ja eh ein paar Monate, ne? Also man hat ja bis zum Januar frei. Ich denke mal, bis dahin wird man auf jeden Fall alles holen können. Juti, damit sind wir dann tatsächlich auch durch mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Soll ich irgendwas vergessen haben, dann schreibt es gerne mit unten in die Kommentare rein, dass ihr es so ein bisschen mit der Community teilt. Und sonst sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.